Hallöchen, willkommen zu einem neuen Part Dark Souls 3. Wir haben im letzten Part, nach langen, langen Versuchen, die Zwillingsprinzen endlich besiegt, Lauren und Ludwig. Und ja, das ist der letzte Arthur-Fürst. Und wir könnten quasi rein theoretisch das Spiel jetzt beenden und zum letzten Boss gehen, aber wir haben noch einiges, einiges vor. Zuallererst gibt es noch ein optionales Nebengebiet. Und dann warten natürlich noch die beiden DLCs auf uns. Also bevor wir den letzten Boss angehen, wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. So, auf jeden Fall haben wir natürlich eine Bossseele wieder bekommen. Die zeigen wir mal Lutlek gleich. Aha, that return. So, happened upon any. Auf der Seele von den Zwillingsprinzen kann man erstmal das heilige Schwert Lothric herstellen. Das ist das hier. Das skaliert sogar mit Glaube, was ich sehr, sehr geil finde. Aber ich habe das schon mal probiert. Es ist nicht ganz so toll. Wo ist das andere? Da unten. Und einmal haben wir hier ein Ultra-Großschwert, das Lorian-Großschwert, das ist halt eine Feuerwaffe, ein Ultra-Großschwert. Und die Bosswaffen von den Zwillingsprinzen haben eine Besonderheit. Wenn man beide Bosswaffen hat, also das kann man frühestens in New Game Plus 1 erreichen, kann man die beiden Waffen quasi verschmelzen. Und ja, meine Lieblingsbosswaffe herstellen. Aber leider sind wir nicht in New Game Plus 1, deswegen können wir die leider nicht herstellen. Deswegen werden wir die Seele essen. Wir haben wieso hier noch zwei Zehntausender, glaube ich? 20. Ich bin gespannt, wie viel die Seele der Zwillingsprinzen bringt. 20.000, denke ich mal. Ja. Das sind zwei Level-Ups, denke ich. Welcome home, speak very well, then touch taken. Stecken wir mal eins in Glaube und eins in Belastbarkeit. Habe ich noch eins? Nein. Farewell, Ashen One. Gehen wir mal zu André hin. Just what need. Unsere Blitzwaffe könnten wir, denke ich, maximieren. Sehr, sehr schön. Dann können wir Wort Großhammer. Wie viele Titanit schon habe ich? Zwei Stück noch. Lasse ich erstmal noch sein, weil ich den erst im zweiten DLC brauche. Wir können unseren Talisman maximieren, würde ich sagen. Und das war's, ne? Ich könnte theoretisch den Bogen noch maximieren, aber den benutze ich eigentlich nicht so oft. Wir können ihn auf plus 9 machen. Ich habe keine Titanitbrocken mehr, okay. Aber davon werden wir, glaube ich, jetzt einige finden. So, ich wollte ausprobieren, was ich mit der Waffe hier alles anstellen kann. Die macht ja Blitzschaden. Ich kann sie nicht blitzverzaubern. Warum nicht? Zusätzliche Gegenstände benötigt. Ach so, ich habe keinen Blitz in den Edelstein. Okay. Ah, die Skalierung wird ziemlich kacke, würde ich mal behaupten. Und ich habe mein Langschwert. Pretty, be careful. Okay, Leute. Dann können wir nach uns was Bestimmtes holen, da wir jetzt die Zwillingsprinzen besiegt haben. Dazu muss ich in den dunklen Feuerbann schreien. Ich muss gerade gucken, wo ich den wiederfinde. Ist er hier irgendwo? Gottloser Kerker von Yndyltril. Drachenhort.
Meister Gundir, da ist es. Ich weiß gar nicht mehr, was man bekommt, aber wir schließen jetzt die Siri-Quest leider ab. Ich hoffe, es war der dunkle Feuerbandschein und nicht der normale. Das bringe ich immer gerne durcheinander. Na, das finden wir sofort raus. Ich glaube, es ist der normale, ne? Ja, hier ist kein Item. Es ist der normale Feuerbandschrein, okay. Habe ich das durcheinander gebracht? Gut, 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 gut. Dann zu den anderen Gundir-Landfeuer. Dann schauen wir mal, ob es hier ist. Theoretisch müsste es da sein. Ist der Gegner neu? Der ist mir noch nie so aufgefallen. Auf jeden Fall. Ah, okay, es ist da. Ja, die liebe Siris ist verstorben. Aber wir kriegen den Finstermus-Talisman von ihr. Und das Sonnenuntergangsschild liegt hier. So, das ist die Belohnung für die Questline. So, habe ich jetzt noch irgendwie was? Bevor wir ins letzte Main-Gebiet gehen des Spiels. Was ich Questline-mäßig machen kann? Ja, tatsächlich. Und zwar müssen wir dazu, da wir ja Siris Questline jetzt fertig haben, können wir, muss ich das erst finden? Wo ist denn das? Ah, hier. Zu Roseria, den Covenant beitreten. Müsste hier nicht Ding stehen, von dem wir halt den roten Augapfel haben. Aber vielleicht kommt der erst, wenn wir in den Covenant beigetreten sind. Dich legen wir auf jeden Fall um. Für ein paar Items. So, Siri ist verstorben, deswegen macht es nichts, dass wir den Cover jetzt beibringen. Hier, wir können hier übrigens die Attribute neu zuwechseln. Fünfmal können wir das machen. Also, wenn ihr mit eurem Bild nicht zufrieden seid, könnt ihr das hier ändern. Allerdings. Wo ist der gute Mann? Muss ich den erst ein bisschen durch das Setzen an Leuchtfeuer triggern? Ist er da? Anscheinend nicht. Ja, bevor ich wieder hier endlos probiere,
Machen wir erst mit dem optionalen Gebiet noch weiter und ich schaue mir das genau nach, was ich genau machen muss. Nicht, dass ich wie bei André das verkacke. Weil man bekommt da als Preis für die Erfüllung der Quest, glaube ich, einen Seelencontainer, den man umschmieden kann. Ich weiß nicht mehr, was daraus entsteht, aber man kann es auf jeden Fall. So. Es gibt noch ein optionales Gebiet, das hätten wir schon vorher betreten können. Allerdings ist der letzte Boss dieses Gebiets insane stark. Deswegen habe ich mir den jetzt bis jetzt aufgehoben. Meiner Meinung nach der stärkste Boss des Main-Spiels. Wenn man die DLC-Bosse dazu betrachtet, würde ich sagen Platz 4. Also es gibt 3 Bosse in den DLCs, die härter sind. Meiner Meinung nach. Obwohl, nee. Sagen wir Platz 3. Ein Boss, der ist zwar ziemlich... Scheiße, ich bin falsch. ein Boss, der ist zwar ziemlich hart im Ring City DLC, aber den finde ich jetzt nicht so schwer wie den Boss, den wir bald gegenübertreten werden. Also der ist schon ziemlich fordernd, aber ich habe nicht so viele Versuche gebraucht, um den zu besiegen. Okay, muss ich hier durch. Ja, wir müssen zu... quasi zu den Raum runter, wo die ganzen Typen hier stehen. Ah. Da sieht man jetzt auch, was passiert, wenn man den Typen nicht erledigt. Der versucht, uns runterzuschubsen. So. Eigentlich müsste ich relativ schnell da sein. Der Kerker ist jetzt nicht so das Riesengebiet. Ich bin mir sicher, es gibt eine kürzere Route, aber die fällt mir gerade spontan nicht ein. Oh, man kann auch schon den Damage... Oh, ich habe vergessen, die Flakons umzustellen. Muss ich beim nächsten Leuchtfeuer beachten. Aber man sieht schon, dass wir, seit wir das letzte Mal hier waren, ein bisschen mächtiger geworden sind. Da wisst ihr was? Ihr seid mir egal. Weil wir die Gegner relativ schneller umklatschen als vorher. Aber ich bin etwas verwirrt, um ehrlich zu sein. Klar, wir kommen da unten bei den Ratten raus, dem Fahrstuhl, aber ich meinte eigentlich, dass es vor dem Punkt, wo man in das optionale Gebiet kommt, auch noch irgendwie einen Shortcut gab, oder... bringe ich das komplett durcheinander. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Alter, geht mir nicht auf den Nerven. Das Gute ist, den Raum mit den zahlreichen Spasten kann ich mir sparen, weil wir einfach hier links durch können. So, gleich sind wir schon da, okay. Bevor ich das optionale Gebiet betrete, will ich aber, um meine Erinnerung ein bisschen aufzufrischen. Das Ding hatte doch einen Shortcut. Wo führt der allen einen hin? Ach so. Ja. Auf der anderen, okay, auf der anderen Seite des Kerkers, okay. Ich hätte es ein bisschen kürzer haben können, aber so viel hat dieser Umweg jetzt nicht ausgemacht. Okay. Um das optionale Gebiet zu betreten, brauchen wir eine bestimmte Geste. Die findet man... Moment, hier bin ich falsch. Die findet man
habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen, ey? Ach ja, die findet man hinter dem Bossraum von Osiris, den optionalen Drachenboss. Wo haben wir es denn? Die ist das, ne? Ne, die ist das, genau. Pfad des Drachen. Die muss man hier einsetzen. Ohne Internet hätte ich das nicht rausgefunden. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ob darauf muss man auch erstmal kommen. Respekt für Leute, die das ohne Internet rausfinden. Ich würde darauf nie kommen, dass man sich hier so hinsetzen muss. Aber es verbreitet sich ja relativ schnell, wenn man online immerhin spielt. Weil ihr habt es ja gerade gesehen, wo ich sitze. Da war eine Nachricht, da stand hundertprozentig drauf Hinweis dafür, was man hier machen kann. Okay. Damit wären wir im letzten Gebiet des Main-Spiels, was wir noch sehen werden. Bevor wir die beiden DLCs erobern. Weil hier werden wir auch einige Zeit sein. Das Gebiet ist einigermaßen groß. Umfasst auch zwei Bosse. Und hat von diesen Gegnern, die wir bisher sehr, sehr selten zu Gesicht bekommen haben, einmal glaube ich nur, also einen einzelnen nach Osiris gab es glaube ich, die gibt es hier etwas öfter. Die gibt es auch noch in verschiedenen Variationen. Die erste werden wir schon bald sehen. Weil die Kleinen, das ist gutes Seelenfutter. Heimatknochen, okay. Ja, wir haben hier das Item, womit wir keine Heimatknochen mehr brauchen. Also, ist ein Fund, worüber ich mich nicht ganz so freue. Okay, da bin ich einmal volle Pulle in die Falle reingetappt. Nee. Ist mir schon klar, dass dein feuerspuckender Kollege dir helfen soll. Na, der andere kommt her. Der ist nicht ganz so clever. Ja, die Viecher, die sind eigentlich gut zu bekämpfen. Halten nicht ganz so viel aus. Aber wenn man eine Gruppe von ihnen trifft, können sie schon gefährlich werden. So. Hier gibt es kurz nach Erreichen des Gebiets das erste Bonfire. Das nutzen wir mal gleich, um in den Feuerbannschrein zu gehen, um meine Flakorzahl wieder zu ändern, bevor ich es vergesse. Weil ich sehe das schon kommen. Wenn ich das nicht mache, werde ich im Gebiet weitergehen, irgendwann den Part beenden, meine PlayStation ausschalten, dann den nächsten Part irgendwann aufnehmen und vergessen haben, dass ich die Zuweisung ändern muss. Man kennt ihn. Ich frage mich, wie das mit meinen Kopf wird, wenn ich irgendwann mal Alzheimer bekomme. Weil ich bin teilweise jetzt schon ziemlich vergesslich. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schlimm bei mir ausfallen. Es gibt so völlig banale Dinge, an die erinnere ich mich so lange, die sind total unwichtig und so wichtige Sachen, das kann ich vor 5 Minuten erlebt haben und dann ist es gleich aus dem Kopf verschwunden.
ist total komisch. Okay. Aber wir wollen hier weiter machen. Ein bisschen wollen wir heute noch was sehen. Wir werden, denke ich, den ersten Boss noch bekämpfen. Des Gebiets hier. Der leider ein ziemlicher Pushover ist. Moment. Ich habe, glaube ich, was vergessen. Gab es hier nicht noch einen anderen Weg? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier einen Blitzclown-Ring gab. In so einer Nische. Davon verwechsel ich bestimmt. Oder gleich erst. Auf jeden Fall sollte man nicht da durchs Tor durchgehen, sondern hier oben. Ah, da links ist es gleich, ne? Ja, da ist der Blitzclown-Ring. Weil hier oben fällt man den Gegnern in den Rücken. Also, da sehen wir eine etwas größere Version der Gegner, die nicht ungefährlich ist. Vor allem haben die anscheinend unendlich Ausdauer. Weil die hauen zu, hauen zu, hauen zu und das ohne Pause. Deswegen sollte man von diesen Gegnern einen Heidenrespekt haben. So, diese Feuerattacke ist das Geilste, was sie eigentlich machen können, weil kann man schön hinter sie gelangen und bestrafen. So, das Tor können wir schon mal aufmachen. Warum das zu ist, weiß ich nicht. Ah, der Blitzclown-Ring sind sogar bewacht. Hallo? Bist du Kacke? Nee, nee, nee. So, hier haben wir den Blitzclown-Ring. So, jetzt treffen wir den ersten Boss des Gebiets. Der wieder, ähnlich wie Jorm, eine besondere Taktik erfordert. Man kann ihn auch konventionell bekämpfen. Allerdings kann man sich das Leben auch sehr viel einfacher machen. Und so möchte das Spiel das auch. Man läuft hier einfach durchs Gebiet durch. Ist irgendwie so kurios, dass man ein komplettes Gebiet als Boss-Area hat. Ja, wenn man weiß, wie der Gegner wie der Boss funktioniert, ist er ziemlich einfach. Aber darauf erstmal zu kommen, ist wieder so eine Sache, die ohne Internet nicht ganz so einfach ist. Außerdem kann man an den Standardgegnern verrecken, das war super knapp. Da war ich super unvorsichtig. So, jetzt klettern wir hier hoch. Ich bin auch versehentlich auf den Blutfleck gekommen. So, jetzt warten wir, bis der Drache sich beruhigt. Bin ich schon zu weit? Ist egal, wir sacken mir das Item ein. Hier oben bin ich, glaube ich, safe. Genau, wir müssen da auf den Vorsprung hin. Weil von dem Vorsprung aus hat man den Boss genau unter sich. Lässt sich gleich, wenn der Kopf in einer passenden Höhe ist, mit einer Drop-Attack fallen und bam, One-Shot.
Und das war der Boss. Ja. Zählst du den einfachsten Bossen von Dark Souls 3? Allerdings nur, wenn man weiß, wie es geht. Ich hätte an From Software Stelle, ja, wir werden nebenbei doch wegteleportiert, das Konzept zwar so beibehalten, allerdings den Boss nicht per One-Shot sterben lassen, sondern vielleicht, dass man 4 oder 5 dieser Drop-Attacks braucht. Denn wäre da ein gewisser Anspruch da, dann muss man nicht immer wieder durch die Gegner durch oder überlegt sich vielleicht, die Gegner auch wegzuhauen, während der Drache einen mit Feuer bombardiert. So ist er ziemlich einfach und ja, warum ich wegteleportiert werde, weiß ich auch nicht. Weil, genau, da wo er jetzt durchkommt, da war eben die Nebeltür. Und ja, das Teleportieren finde ich ziemlich sinnfrei, vor allem, weil ja in der Area des Drachen noch lauter Zeug liegt. Also wenn man jetzt einfach weitermacht, dann geht einem das alles durch die Lappen. Deswegen werden wir uns zum Bonfire hinteleportieren und die Area durchstreifen, ohne einen Drachen im Nacken zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.